Servus Monster Hunter Freunde, heute schauen wir uns die Ausrüstung an, die mit dem Behemoth demnächst ins Spiel kommt. Was ist das für eine geile Rüstung, woher kommt sie, wie stark ist sie? Das ist jetzt hier das zweite Video, das zusammen mit meinem YouTube-Kollegen Charles entstanden ist. Er hat mir das komplette Videomaterial zur Verfügung gestellt, dass wir uns die Rüstung inklusive Waffe anschauen können. Er ist extra nochmal questen gegangen, um das uns zu zeigen, war auf jeden Fall Aufwand. Schaut auf seinem YouTube-Channel vorbei, lasst ein Abo da, er macht nämlich auch richtig gute Monster Hunter World Guides. Würde mich auf jeden Fall freuen, Link ist oben rechts auf dem i-Zeichen oder unten in der Videobeschreibung. Bald ist es soweit, die PC-Version von Monster Hunter World kommt am 9. August raus. Ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal holen, hoffe natürlich, dass ein paar Mods rauskommen werden. Dann wird das Spiel nochmal geiler. Wer das Spiel noch nicht vorbestellt hat, kann das gern bei SDC Key machen, denn ihr bekommt hier nochmal 21% Rabatt auf den Steam-Code von Monster Hunter World. Wir sind da nicht mehr bei 60 Euro, sondern bei 44,99. Finde ich einen ganz guten Deal. Ihr bekommt dann den Steam-Code zugesendet, müsst ihn bei Steam aktivieren und dann findet ihr das Spiel in eurer Bibliothek. Hier auf der rechten Seite könnt ihr auch draufklicken, da wird das Ganze euch nochmal genauer erklärt, wie ihr den Code aktivieren könnt. Ich habe für euch auch nochmal einen anderen Code, der heißt Cory3%. Da bekommt ihr bei allen Spielen inklusive Monster Hunter World nochmal 3% Rabatt. Ihr seht den Code hier auch eingeblendet. Auf der Seite findet ihr eigentlich alle AAA-Titel und sonstigen Spiele zum günstigeren Preis. Den Link zur Seite findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Im Trailer haben wir die Rüstung schon kurz gesehen. Sie sieht einfach ultra geil aus, inklusive Waffe. Die kommt eben mit dem Behemoth dann am Donnerstag, den 2. August, ins Spiel rein. Ganz wichtig, das ist nicht die Rüstung vom Behemoth, sondern eine sehr bekannte Dragoon-Rüstung. Was sind jetzt die Dragoons in Final Fantasy? Ganz kurz erklärt, das sind Drachenreiter, die mit Drachen kommunizieren können und eben zusammen kämpfen. Als Waffe haben sie immer eine Lanze an ihrer Seite. Sie tragen schwere Rüstung, ähnlich wie die Ritter. Was sie außerdem auszeichnet, sind ihre Luftangriffe. Sie beherrschen eben den Luftkampf. Dabei schrauben sie sich in die Luft, können da oben mehrmals rumspringen und rauschen am Schluss auf den Gegner runter und das macht eben großen Schaden. Einst haben sie in Duis gelebt, sie wurden aber während eines Krieges fast ausgelöscht. Das war in Final Fantasy II. Nur ein Drachenreiter hat überlebt, Richard von Hohewind. Die Dragoons ziehen sich durch die komplette Final Fantasy Reihe. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf die Dragoons in Final Fantasy XIV, denn sonst wird das ganze Video zu lang und hier haben wir natürlich auch das Crossover-Event. Final Fantasy XIV ist ein MMORPG, in dem es verschiedene Klassen gibt. Eine davon ist eben der Dragoon, der Drachenreiter. Er eignet sich perfekt, um Schaden auszuteilen, steckt aber wenig ein. Die Rüstung, die wir in Monster Hunter World bekommen, heißt Drachenreiterrüstung. Das ist die Kult-Dragoon-Rüstung. Die kennt jeder Final Fantasy-Spieler. Diese Rüstung gehört Kai Hohewind, der Sohn von Richard Hohewind, den ich vorher schon erwähnt habe. In Final Fantasy XIV musste man eine spezielle Quest abschließen, um an diese Rüstung zu gelangen. Die Rüstung konnte man dann mit Level 50 anziehen und war dafür gedacht, ins Endgame zu starten, denn da war sie richtig gut. Sobald man aber ein bisschen weiter war in Endgame, dann hatte man andere Rüstungen an. Was aber blieb, war der Skin, denn den tragen heute immer noch sehr viele Leute gerne, denn es ist eben einfach die Kult-Dragoon-Rüstung. Ich bin echt gespannt, was die Rüstung für Werte in Monster Hunter World bekommt, dadurch, dass sie eben einem sehr bekannten Dragoon gehörte und eben die Drachenreiterrüstung ist, denke ich mal, dass die Werte nicht so schlecht sein werden. Ich hoffe auf so eine Nergi 2.0 Rüstung, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, also von den Werten her und einen coolen Set-Bonus. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, wie stark die Rüstung sein wird. Machen wir weiter mit der Waffe. Sie hat ebenfalls einen Kultstatus, sie heißt Gae Bolg und ist eine Reliktwaffe. Die konnte man im Trailer auch schon sehen, von der Optik sieht sie wirklich richtig geil aus, absolutes Highlight, aber wie sind die Werte? In Final Fantasy XIV musste man für eine Quest verschiedene Sachen sammeln. Wenn man das Ganze erledigt hat, dann konnte man die Materialien, die Sachen gegen diese Waffe tauschen. Wie ich vorher schon erwähnt habe, handelt es sich hierbei um eine Reliktwaffe, man kann die eben erweitern. Auf Stufe 1 war sie soweit okay, mit späteren Patches wurde dann eben eingefügt, dass man sie erweitern, verbessern konnte. Wenn man sie dann auf 2-3 aufgewertet hat, war das wirklich eine extrem starke Waffe, eine gute Waffe fürs Endgame, guter Schaden und eben stabilen Crit.
Das war eine sehr ausgewogene Waffe und ich vermute, hier in Monster Hunter World wird das wahrscheinlich auch eine Waffe sein mit gutem Grundschaden. Sie kommt wahrscheinlich mit einer 0er bis 10er Affi, so könnte ich mir das Ganze vorstellen. Dadurch, dass es eben eine Endgame-Waffe war, denke ich nicht, dass sie hier in Monster Hunter World schlecht sein wird. Wenn wir jetzt hier schon bei den Waffen sind, möchte ich ein Thema noch genauer ansprechen. Und zwar bekommen wir nur eine Waffe in Monster Hunter World. Das ist so aktuell die größte Frage, die sich die meisten Leute stellen. Denn der Dragoon in Final Fantasy besitzt im Endeffekt nur eine Waffe. Er hat seinen Speer, er hat seine Lanze und springt eben in die Luft und macht seinen Luftkampf. Da gibt es keine Charge Blade, kein Schwertschild oder andere Sachen. Und da ist jetzt eben die Frage, ob wir nur eine Glefe bekommen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn Capcom das machen würde, dann würde die Community richtig krass aufschreien. Das wäre schon ein bisschen heftig. Ich habe dann später auch auf der Monster Hunter World Seite was gelesen, das seht ihr auch hier eingeblendet. Dieses Update enthält besondere Kooperationswaffen und Rüstungen. Und hier heißt es eben Waffen und so wie es aussieht, bekommen wir dann schon mehrere Waffen. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie drei verschiedene Glefen oder so bringen mit einer ungefähr gleichen Optik, sondern dass wirklich für jede Waffenart, dass wir eine neue Waffe bekommen. Und man muss auch sagen, in der Vergangenheit war es so, dass wir, wenn ein neues Monster kam, jedes Mal 14 Waffen reinbekommen haben. Bei Lunasta waren es sogar ein bisschen mehr. Da gab es ja dann für jede Waffenart nochmal drei Unterwaffen. Das war wirklich extrem krass. Das glaube ich nicht, dass es das beim Behemoth geben wird. Wir müssen auf jeden Fall mal abwarten. Sie müssen die anderen Waffen natürlich neu designen, wahrscheinlich anlehnen an das Design von dieser Lanze, von dieser Glefe. Und da bin ich echt gespannt, was uns dann nächste Woche am Donnerstag erwartet. Kommen wir noch zum Kinsekt. Im Trailer können wir sehen, dass ein Drachenzauber als Kinsekt benutzt wird. Sieht absolut geil aus, ist wirklich richtig geil designt. Woher kommt dieser Zauber? In Final Fantasy 14 gibt es diesen Zauber nicht wirklich. Charles hat so gemeint, eventuell sieht man den ab und zu bei einer Ulti oder so. Normalerweise nicht. Es gibt aber in Final Fantasy das Drachenauge. Das Drachenauge schaltet dem Dragoon mehrere Fähigkeiten, Angriffe frei. Es ist ein Balken, der wird sich im Kampf füllen, wenn man Angriffe macht. Wenn dieser Balken bei 50 oder 70% ist, kann man eben einen zusätzlichen Angriff machen. Der ist eben extrem stark, verbraucht aber dann wieder Punkte von diesem Balken. Dadurch muss man wieder normale Angriffe machen. Der Balken füllt sich, man macht wieder einen stärkeren Angriff, der Balken geht wieder runter und so funktioniert das dann die ganze Zeit. Wie ihr sehen könnt, das Drachenauge ist fester Bestandteil der Dragoon-Klasse in Final Fantasy 14. Ich finde es richtig geil umgesetzt mit diesem Drachenzauber-Kinsekt. Da haben sie sich wirklich was Geiles überlegt. Die Dragoons haben damals auch immer mit Drachen an ihrer Seite gekämpft und jetzt haben wir eben unseren eigenen Mini-Drachen an unserer Seite. Was ich auch noch ansprechen möchte, im Trailer sehen wir noch, dass unser Charakter in die Luft springt und das sind eben diese typischen Dragoon-Angriffe, die habt ihr jetzt im Video auch schon gesehen, das ist eben dieser Luftkampf und ich vermute, dass es bei uns wahrscheinlich ein Hadoken sein wird oder irgendwie eine Geste, dass wir das auch machen können. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema meint, wie stark ist die Rüstung, was wird die für Werte haben, wie stark sind die Waffen, bekommen wir wie gesagt nur eine Glefe oder alle 14 Waffenarten. Würde mich auf jeden Fall interessieren, vergesst auf jeden Fall nicht bei Charles vorbeizuschauen, denn sonst wäre dieses Video gar nicht entstanden und ich denke es war schon sehr informativ. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen, wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, ich bin weg, ciao, haut rein.